Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA 23 und die Vorbereitung in die dritte Saison. Drei Neuzugänge haben wir schon unter Dach und Fach. Für die Startelf verpflichtet haben wir Rothe von Dortmund, oder beziehungsweise war Freizlos, Schelderup von WAC und Kilian Fischer vom VfL Wolfsburg und Noppert halt auch per Vorvertrag geholt. Das sind die ersten Neuzugänge, die unter Dach und Fach sind, also vier Stück insgesamt. Und ja, mal schauen, was jetzt definitiv noch für die Vorbereitung kommt, weil das auch so gehen wird. Pichowski möchte nach, darf nach Dings, mal gucken, wer noch kommen wird. Vielleicht der ein oder andere. Ich kann ja keine Spielzeitgarantie geben. Zumindest jetzt nicht für die neue Saison. Weil ich das Geld brauche, weil ich einen Knipser noch haben will, den zweiten. Das dürfte ja dann Ono sein. Ne, ja, Kasuya Ono. Wechsel zu Altai. Hallo Katze. Für 2 Jahre. Sehr gut. Ja, wie gesagt, viele Talente, die natürlich jetzt erstmal nur verliehen werden. John Stones, wechsel zu Roma. Wer haben wir noch da als nächstes? Lauri Fabichowski. Dankeschön für dein tolles Jahr, dass mein Liga-Magen immer wieder, wenn er eingewechselt wurde, hat er seine Leistung gezeigt. Für kleines Geld wechselt der nach zu Servette in die Schweiz. So. Transferangebot von Meier. Den haben wir ja als Talent geholt. Den werde ich jetzt. Warte mal, gucken. Den werden wir mindestens auf 2,5 Millionen versuchen zu verpflichten. Neue Transfersumme für 2,5 Millionen. Ja, dann tschüss. Geh wieder Pirlos Trainer dort. Okay. So. Gut. Wenn man noch nicht gehen will. Dann hat er Pech gehabt. Real Valladolid. Ja, komm, gehen wir mal auf Verhandeln. Ich schau mal, ob der. Ich will 20 Millionen haben. Ich hau jetzt einfach mal 20 Millionen drauf. Mal gucken, was wir haben, was wir uns anbieten werden. Neue Transferangebote vorschlagen, glatte 20 Millionen möchte ich haben für den Spieler. Tja, das ist nicht mein Problem. Hier wollte ich wieder haben, hier zahlt einfach die Summe. Ansonsten bleibt er halt auf meiner Seite, bleibt er da hinten auf der rechten. Ach, das ist schon tatsächlich das Vorbereitungsspiel. Es geht schon in die Vorbereitung für die neue Saison. Oh, dann wird das heute nur eine sehr, sehr kurze Folge werden. Das ist die Dabbisch auf Koke für 35 Millionen. Ja, tatsächlich wird das echt nur eine kurze Folge werden. Piri. Servus Asuna. Der Innenverteidiger. Abgelehnt. Will ich nicht behalte ich noch. Wie viel Kohle haben wir denn überhaupt noch im Konto? Lohnt sich das überhaupt noch einen Transfer zu machen? Es geht jetzt langsam in die Vorbereitung. Das ist eine Million haben wir jetzt gerade mal. So, gucken wir mal. Scout. Freie Spieler. Und schauen wir mal eine Pull. Angriff. So, jetzt mit Meier. Abate. Tammy. Ach, das ist jetzt Timmy, aber nicht Tammy, ne? Oder heißt der Timmy? Gucken wir mal, kriegen können. Das heißt der Timmy, ist das der immer bei Chelsea gespielt hat? Das wäre doch nicht genial, wenn wir den kriegen. Wenn wir den ersten einen Nationalspieler kriegen würden. Perspektive. 5 Jahre. Und der ist, glaube ich, Tammy, den wir meinen. Siehst du? Genau, das ist der nämlich nicht. Freigabesumme ablehnen. So, ich gehe mal auf Angebot absenden. Ihr müsst definitiv bleiben, weil ich mich vertan habe. Tschüssi.
Gut, dann habe ich mich jetzt einfach nur mit dem vertan. So. Ach, Katze, entscheiden Sie sich jetzt mal. So, ich möchte gerne noch einen Stürmer verpflichten. So. Aber viele werden ja nicht. Das sind alles größtenteils halt irgendwelche Spieler, die auf. Irgendwelche Spieler, die auch irgendwo aus dem arabischen Raum kommen. Marokko und so meistens. Sandro Andrade. Marcel Arnold. Pierre-Emerick Aubameyang. Das wäre natürlich ein Bombentreffer-Transfer. Auch wenn er schon 35 ist. Der wird, wenn wir den noch kriegen würden. So. Aber du wirst für das Geld nicht kommen. Akzeptieren wir? Den Einstiegsbonus muss ich rausnehmen wahrscheinlich. Gegenangebot. Gehalt und Einstiegsbonus verändern. Ich würde dir die 30, 35 zahlen. Aber dann brauchst du keinen, dann darfst du keinen Einstiegsbonus haben. Dann darfst du keinen Einstiegsbonus haben. Zeige ich dir sogar 40. Das wird aber. Der wird wahrscheinlich nicht gehen. 27.000. Das wird nicht passieren. Krass! Hauptsache, wir holen mal eben Aubameyang, auch wenn es so ein freier Spieler ist und der Spieler schon 35 ist, aber wir haben einen Brecher da vorne drin. Wir haben einen Top-Torjäger, der die Bundesliga kennt. WTF, Alter, wir haben den Top-Spieler jetzt gerade noch verpflichtet, eben kurz. Der mit 82 da vorne drin. 18,5 Millionen Marktwert. Spieler kommt für ein Jahr nach Bayreuth. Wir haben keine Kohle mehr, aber wir haben einen Spieler verpflichtet. Wir haben einen Spieler von 35 Jahre alt. Aubameyang wechselt. Spielt er jetzt noch bei Chelsea, auf einmal Arsenal gespielt, Dortmund, Barcelona und jetzt in die Provinz nach Bayreuth. Und jetzt haben wir das tatsächlich. Guck mal. So, gut, wir haben tatsächlich schon ein Lob bekommen vom Vorstand. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es tatsächlich in die neue Saison mit dem Start. Mit dem Start in die Bundesliga. Mit dem Duell in Dortmund. Ja, hatte nicht erwartet, dass es so eine kurze Folge wird. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Duell. Und das ist Borussia Dortmund als Auftakt. Wobei ich schneide, glaube ich, die Folge zusammen. So, Pressekonferenz, gehen wir rein ins Spiel. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sie dürfen Ihre Fragen nun stellen. Schauen, ne? Wir sind bereit zu kämpfen, natürlich. Klar. Mit diesem Team natürlich helfen. So. Auch er wird diesem Team natürlich helfen. Das war's dann für heute. Ja, einige Neuzugänge werden in der Startelf heute stehen, einige Neuzugänge ja noch nicht. Ich werde mal kurz die Mannschaft kurz ändern, weil ich will Aubameyang zumindest auf der Bank haben. Ich brauche ihn als Option. Aber werden die nicht als eine zweite Option reinsetzen. So. Gut. Ja, passt soweit. Ich denke, von der Startelf ist das okay. Und dann schauen wir rein ins erste Match.
Auf geht's gegen Dortmund. Die kennen wir ja schon aus dem DFB-Pokalfinale vor 2-3 Folgen waren es. Und jetzt wollen wir sie tatsächlich heute tatsächlich im DFB-Pokal auch bezwingen. In der Liga mal anfangen zu bezwingen und dann den Fehlstart einleiten. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht den Fehlstart haben. Na dann, geht's rein. Heute also ist es soweit. Es ist ein Duell, auf das sich viele Fans schon seit langem freuen. Es könnte ein echtes Fußballfest werden. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Wir haben schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir übertragen Ihnen heute ein Spiel vom ersten Spieltag der Bundesliga. Und das ist eine Partie, die schon im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ja, das ist durchaus kein Spiel wie jedes andere. Spiel 1 also. Nach dem Aufstieg ist natürlich erstmal der Klassenerhalt das große Ziel. Es ist eine neue Aufgabe, es sind neue Gegner, neues Niveau. Ich glaube, man darf da nicht zu viel erwarten. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Genau so ist es. Das ist die Aufstellung gegen den gegen den BVB. Mit dem wir, wie gesagt, noch eine kleine Rechnung aufhaben. Und jetzt auf erste Mal auf Liga-Niveau. Geht natürlich ganz schön an die Körner, ne, Buschi? Ja, oh, Dortmund hat Kinder zurückgeholt. Aber sie haben die Physis, um das durchzuhalten. Das machen sie immer sehr, sehr gut. Ja, die haben auch tatsächlich mega, noch ein bisschen aufgerüstet. Das ist auch wieder eine ganz andere Truppe sein, als wir vor dem Pokalfinale hatten. Ja, Stadion natürlich komplett schwarz-gelb, klar. Weil auch der Gast genau diese Vereinsfarbe hat. Für mich, als Schalker, ist das quasi mehr oder weniger ein kleines Derby. Und die werden wir heute. Schade, sich schon. So, also unser Linksverteidiger, der wird hoffen, dass er rein da, dass er heute gute Spielzeit ist. Schließlich aus Dortmund gekommen. Beziehungsweise als freier Spieler gekommen. Aber halt Dortmunder Vergangenheit. Noch Bundesliga-Tore schon gemacht. Sterne, mal wieder auf der Seite rechts. Ball kommt rein. Ja. Abwehr macht zu. Rico. Schau. Am Ball fick hier. Na, wie fick hier? Ist das Julian Alvarez? Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Ball vorbei an Rote. Und es gibt Elfmeter. Es gibt den Handelfmeter und ich glaube, das ist eine richtige Entscheidung. Morgala mal wieder. Ja, es ist eine richtige Entscheidung. Es ist ein Handelfmeter und jetzt darf der Neue zeigen, was er kann. Wer meldet Noppert? Und er holt ihn! Ja, Neuer hat es. Niederländischer Nationaltorhüter, über 2 Meter groß, 2,5 Meter, glaube ich. Und kratzt die Ecke. Kurze Ecke. Raus. Es wird den nächsten Eckball geben. Kurzer Eckball. Ja, Bowen. Bowen, der hat noch, nicht? Hätte gefährlich werden können, aber er. Oh, jetzt hat er. Sterne. Es gibt Neuigkeiten aus der Mercedes-Benz Arena. Stuttgart. Und zwar ein Tor. Ich gebe kurz ab ans Studio. Fischer. Kilian Fischer. Für den VfB Kilian Fischer, der neue der Rechtsverteidiger. 1:0. 11 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für diese Infos. Ah, schade. Das war eine Idee. Ja, das hätte vielleicht mal ein bisschen
besser ausspielen müssen. Aber es war eine erste gute Situation. Heute wird er hier sein erstes Spiel absolvieren. Bouchard, ja, ist es natürlich Julian Alvarez. Von Manchester City, Argentinier, Weltmeister. War ja immer wieder zu hören, dass sie im Sturm noch was machen wollten. Wollten noch einen Topmann holen. Den haben sie... aber jetzt erstmal auf. Und Noppert, wieder zwei Mal der Niederländer. Emre Can. Macht er das Tor? Fick hier. Nein. Abstoß. Bei Arsenal gibt es einen Transfer zu vermelden und es geht um einen Spieler, den man schon seit einiger Zeit unbedingt verpflichten wollte. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Ja, Schiri, der hat schon gelb. Die 6. Hedjan. Sehe ich auch so die richtige Entscheidung in dieser Szene. War kein guter Pass. Ja, das war Wanizek mit dem Fehlpass. Wanizek. Und KSC neu gekommen. Nabil Fekir. Da lässt er nicht Fischer zu. Ja. Und jetzt hat er mal die Seite auf Molairo. Wobei Morgalla wieder im nächsten vorbei. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Ball geklärt. Oh, das ist er weg. Erstmal zumindest. Oh, Noppert. Weil das war jetzt unter Druck. Und wieder der Keeper, der Niederländer. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Klar, dass man das ein oder andere erfahrene Spieler holen muss. Fischer. Dass man den ein oder andere erfahrene Spieler holen wollte. Jetzt gibt man das ein oder andere Talent noch ab, dass es nicht so gepackt hat über die Jahre. Sie können klären. Wir gehen rüber ins Sturm. Im Spiel von Leverkusen gibt es einen Treffer. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 40 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Flagge jetzt. Richtig. Und Neto hat das Ding, weil Novo den Ball nicht Richtung Tor kriegt. Ja, schade, weil es versucht, hat es ein bisschen versucht, über die Seite zu gehen. Und dann ist Pause. 0:0. So, der Pausenpfiff beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal durchatmen angesagt. Es läuft einfach nicht bei Nabil Fekir. Von ihm kommt heute definitiv zu. Ja, aber noch. So, gucken wir mal kurz auf die anderen Zwischenstände. Stuttgart, Köln 1:0, Bayern 0:1, hinten gegen Gladbach. Freiburg Leverkusen 0:1, Arminia Bielefeld Augsburg 0:0 und ja, Bochum Bielefeld. Bochum gegen Mainz 0. Noch nicht angepfiffen. Bielefeld jedenfalls 0:0. Eckhoff. Ja, der hat noch nicht. Und nun Fekir. Fekir. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball. Und Morgalla war das übrigens. Dazu hat wirklich die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Nächstes Spiel übrigens vor uns in Gladbach. Schönes Dribbling hier. Aber jetzt erstmal hier das Ding überstehen. Fekir kann das Tor machen. Und Perry. Auf ihn ist Verlass. Schöner Block. Abblock, abgeblockt. Wir sehen die kurze Variante. Jo. Da ist aber Ginter. Ginter. Vom Flügel zieht er jetzt ein. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Ja, nicht solche Dinger probieren. Oh, Morgalla, das kennt er mit glatt rot vom Platz zu fliegen. Das ist eine super Position in Dortmund. Aber erstmal die Frage, was gibt es vom Schiedsrichter? Ja,
Was eine Aktion. Gelb. Da darf gelb. Ich mich über Gelb nicht beschweren. Hat die Schiedsrichterin alles richtig. Gelb ist richtig. Wenn, also vielleicht hat man auch Rot. Rot hätte man gelb vielleicht auch. Ah, super frei. So, Novoa ist jetzt leider verletzt da vorne. Das ist jetzt natürlich wieder. Wir nehmen den raus und damit wird es klar sein, wer kommt. Damit ist ja klar, dass jemand kommen wird. Stoß. Aber kein Tor, schade. Doppelwechsel. Mit sein. Jetzt wechseln sie hier aus. Und jetzt hat man einen Stürmer vorne drin, der weiß, wo die Tore steht. Novo hat sie nicht, allzu viel hinbekommen heute, zumindest. Ist, aber es ist ja so die Verletzung. Geblockt vom Verteidiger. Und damit ist auch nichts passiert. Aber was war, wann trifft der Aubameyang tatsächlich heute gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber? Guter Vorstoß da jetzt. Sie haben den Ball, aber jetzt haben wir ihn. Bekommen Sie ihn auch raus? Ja, und da haben wir den nächsten Gegner vom BVB. Ja, es geht gegen Leipzig im nächsten Match in der Bundesliga. Ja, Dortmund trifft auf RB im Heimspiel. Will ich meinen. Schön, aber da geht er volles Risiko. Und damit hat der Verteidiger ihn. Oh, schönes Ding von Nenner. Und der jetzt frei durch ist. Nenner und das ist Nito. Der verhindert. Den Treffer würde mir für das Spiel bei Reuter. Nächste bei Dortmund. Wir sehen es, Buschi, mit diesem Unentschieden werden sie schon sehr glücklich. Ja, das nennt man dann Fußballvermeidung, was da gerade stattfindet. Sie spielen die Uhr runter. Kaketalua. Die Gästefans, die machen sich lautstark bemerkbar. Die wollen mehr sehen, die wollen den Sieg. Er kann es machen. Scheinero und der verhindert, der Neto, zum zweiten Mal den Treffer des Norwegers. Wie er den noch hält, wie er da den Rückstand verhindert, das war ganz großes Kino. Jetzt der Spielaufbau. Vielleicht können Sie diesen Schwung jetzt auch offen. Ja, es wäre vielleicht was. Ball kommt nicht runter. Er macht zu. Und. Ne, es geht einfach für Dortmund. Unterbrochen. Es gibt Einwurf. Jetzt kommt hier der Wechsel. Na, Süle. Sie da die Offensive unterstützen. Zug nach innen. Schuss kommt nicht Enke. Durch. Wenn sie aus der Ecke was ein Punkt wäre natürlich schön, aber eine Niederlage wäre natürlich Katastrophe. Sieg wäre natürlich geiler, wenn ich ehrlich bin. Die Ecke kommt rein. Und auch nach dieser Aktion bleibt es dabei. Beide Torhüter halten ihre Kästen sauber. Ganz souveräne Vorstellung. Konnte man aber auch von ihnen erwarten. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Gibt es doch noch einen Sieger. 5 Minuten. Und dann ist es Pierre-Emerick Aubameyang. Der ist definitiv ein Neto. Das wäre es natürlich gewesen. Machen Sie halbherzig. Das könnte sich hier rächen. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Rote. Ball rüber zu Aubameyang. Situation geht weiter. Immer noch gefährlich. Kaketalua. Eckloff. So, was machen Sie draus? Flanke jetzt. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Foulspiel gepfiffen. Es gibt Freistoß gegen Borussia Dortmund. Vielleicht bekommen Sie jetzt noch eine Chance. Vielleicht die Führung jetzt. Das macht der Schlag. Das wär's gewesen, der Ball weg gewesen. Und weil die Grätsche da reinkam, bleibt es hier beim 0:0. Sonst hätte man mehr den Siegtreffer gemacht. Hey, es geht rein um den Klassenerhalt. Wir spielen 0:0 unentschieden. Wir hätten vielleicht jetzt eine oder andere Situation gehabt, was wir hätte gewinnen müssen.
das Treffer-Spiel immer noch nicht. Heute, wenn wir das Spiel geht in Ordnung. Passieren lassen, eine eher mäßige Leistung gesehen. Kennen wir alles besser. Mannschaft spielt nur Remis, kaum Chancen, kaum gute Szenen. Ist heute so ein wenig untergegangen. Naja, es ist okay. Ich bin zufrieden trotzdem. Sieg raus. Ich bin trotzdem zufrieden, dass wir haben den Auftrag geschafft. Da haben zumindest nicht verloren. Und ja. Elfmeter gehalten, unser Keeper. Und vielleicht hätten wir das Ding mit. Wir hatten zwei, drei Situationen dabei. Entscheidung, ob Aubameyang, vielleicht wäre das möglich gewesen, das Ding zu gewinnen. Aber wir haben dort mal noch einen Elfmeter verschossen, also und hat ein paar gute Chancen gehabt. Also es geht in Ordnung, ist Unterschied. Punkt. Hat doch gut gespielt. Hat doch die Geiseln noch so eine gute Situation gehabt auf der rechten Seite. Ja. Naja. Beide Teams haben sehr gut gespielt. Das geht in Ordnung, das Resultat. Diese kurzen Aussagen. So. Gut. Das nächste Duell, wie gesagt, wird in München-Gladbach stattfinden. Die hat das erste Spiel verloren gegen die Bayern. Also im Such noch eine Niederlage kassiert. Ja, ist in Ordnung. Wir sehen uns. Warte mal, ich check kurz die Nachricht noch eben schnell. Oh, 5 Tage Pause. Naja, alles ist gut. So. Gut. Ob sich jetzt noch was Großes in der Mannschaft ändert in der nächsten Folge, das werden wir dann sehen. Entschuldigung. Und dann geht's weiter mit dem Duell in Mönchengladbach.